Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und richtig schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute in meinem Video geht es ganz speziell um die schöne Pflanze Bambus. Wo habe ich den gekauft? Wie teuer ist solch Pflanze? Welche Sorte ist das hier? Was zum Teufel sind Rhizomen? Was zum Henker eine Rhizomensperre? Welche Erde? Wie groß das Loch? Das alles und viel mehr gibt es nach diesem kleinen Intro. Bleibt dran, es lohnt sich, und vor allem habt viel Spaß dabei. Solch ein wunderschöner sonniger Herbsttag ist genau die richtige Zeit zum Pflanzen. Es war Anfang November, morgens gab es schon raureif überall, die Nächte sind schon ganz schön kalt, aber der Boden ist dagegen vom Sommer noch schön warm. Perfekt zum Pflanzen, und hier in unserem Teich soll der Bambus nach einigen Jahren ein natürliches Ufer nachbilden. 5 solcher Pflanzen reichen für diese Fläche vollkommen aus. Bestellt habe ich die wie immer schön bequem im Netz, aber sie kamen doch im Pappkarton an. Jede Pflanze einzeln verpackt und wirklich von einer sehr guten Qualität. Bestellt habe ich die bei bambushecken.de, weil ich dort zu der Zeit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis vorfand. Ganz billig sind die 5 Pflanzen allerdings auch nicht, weil ich die schon gleich in einer bestimmten Größe haben wollte. Denn dann geht das auch wirklich ruckzuck, könnt ihr beim Wachsen richtig zugucken. Zu den einzelnen Sorten von Bambus kommen wir nachher gleich noch. Mein Bambus hier, der heißt Phyllostachys bisetti, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, und den habe ich gleich zwischen 1,50 m bis 1,80 m hoch bestellt. Die Pflanzen kommen im 5 Liter Topf an und kosten pro Stück knapp 30 Euro, was für diese Qualität völlig in Ordnung geht. Im Topf geliefert ist sowieso ganz praktisch, weil dann braucht ihr die Pflanzen nicht sofort einpflanzen, denn nicht immer, wie auch bei mir, hat man gleich die Zeit dazu. Wichtig ist dann bloß geschützt aufstellen, den Topf vor Nachtfrost schützen, Luft muss da überall ran und auch gleich bisschen Wasser. Und so halten die sich im Topf unbegrenzt, frostfrei könnt ihr die sogar überwintern. Am Tag des Einpflanzens bekommen die Pflanzen erst einmal eine richtige Wässerung. Der Pflanzballen muss sich richtig mit Wasser vollsaugen. Wenn ihr dazu wie ich eine alte Wanne habt, dann macht sich das besonders gut. Und wenn nicht, dann tut es auch ein großer Eimer. Ja, und dann lasst ihr den Bambus einfach im Wasser stehen und holt ihn dann nach und nach zum Pflanzen wieder raus. Nun geht das los, das erste Loch wird gebuddelt, und da gilt als Faustregel, das Pflanzloch muss mindestens doppelt so groß sein wie der Umfang des Wurzelballens vom Bambus. Wenn größer, umso besser. Bambus an sich stellt an den Boden nicht allzu große Ansprüche, der Boden sollte aber locker und durchlässig sein. Verdichtete Schwereböden, da kann Staunässe auftreten, mag er dagegen nicht. Wenn bei euch solch ein Boden ist, müsst ihr den Boden vorher großzügig auflockern, eventuell höher pflanzen und bei extremen Fällen sogar eine Drainage einbauen. Ja, das habe ich hier alles nicht, mehr das Gegenteil. Mein Boden hier ist mehr so sandig, hält keine Feuchtigkeit, und deshalb kommt in mein Pflanzloch auch noch extra Erde rein. Das Pflanzloch ist nun groß und tief genug, und jetzt hole ich mir die Erde dafür. Eins vorweg, ich mache da nicht viel Tamtam mit der Erde. Ich habe mir da ganz billige Blumenerde aus dem Hagebau geholt, war im Angebot, 40 Liter für gerade mal 1,29 Euro. Und genau einen Sack davon brauche ich für eine Pflanze. 40 Liter Original Bambuserde von Frux zum Beispiel bei Amazon kostet über 17 Euro. Und das ist mir einfach viel zu teuer. In der billigen Blumenerde ist auch alles drin, was der Bambus so braucht, da kommen wir gleich zu. Am besten den Sack Blumenerde in eine Karre gelegt und zur Hälfte aufgeschnitten. Dann den Sack ausschütten, und da seht ihr schon, dass da ganz schön feste Brocken bei sind. Die natürlich alle schön sorgsam zerbröseln. Am liebsten mag Bambus humusreiche saure Walderde mit einem pH-Wert von unter 7. Und wie ihr hier sehen könnt, hat meine Erde einen pH-Wert zwischen 5 und 7, also perfekt. Dann ist hier auch noch gleich NPK-Dünger mit dabei. Das ist ein sogenannter Vollwertdünger. NPK steht für die Bestandteile N für Stickstoff, P für Phosphat und K für Kalium. Weil das hier Blumenerde ist, ist hier etwas mehr Phosphat dabei. Das unterstützt die Blütenbildung der Blumen. Bambus hingegen braucht mehr Stickstoff. Das ist aber jetzt nicht so wild, denn mit der nächsten Düngung könnt ihr das problemlos ausgleichen. Gedüngt wird dann von Mitte April, bevor die neuen Triebe kommen, 2 bis 3 Mal bis maximal Ende August, sodass die neuen Halme bis zum Winter ausreifen können. Dafür geht spezieller teurer Bambusdünger oder aber auch einfach Rasen- oder NPK-Dünger, was ja eigentlich dasselbe ist. Richtig toll ist, wer das zur Verfügung hat, jede Art von Mist, hier besonders Pferdemist, der hat einen hohen Stickstoffanteil, und den einfach mit untermengen.
abgefallene Blätter vom Bambus nicht entfernen. Durch die Verrottung entsteht Kieselsäure und das ist ein wichtiger Nährstoff für euren Bambus. Wird überhaupt nicht gedüngt, wirkt der Bambus krank und wird nie seine Endhöhe erreichen. Die ganz speziellen Dünger und so weiter findet ihr wie immer unter dem Video in der Beschreibung. Werft da mal einen Blick hinein. Nun geht's ans eigentliche Pflanzen. 3 Teeschuppen Erde kommen da erst einmal rein ins Pflanzloch, auch immer ein bisschen Auflockern noch dabei. Dann hole ich den Bambus aus dem Wasser und nun muss auch der Topf ab. Einfach mit der flachen Hand oder Faust auf den Topfrand geschlagen und meistens löst sich dann auch schon der Topf. Ist unten zu viel verwachsen, dann müsst ihr da rabiater zu Werke gehen. Den Bambus schön an allen Halmen mit einer Hand packen, da passiert nichts und so könnt ihr den auch mühelos tragen und ins Loch stellen. Der Wurzelballen vom Bambus sollte nicht höher sein als eure Erde ringsherum. Hier fehlt noch ein bisschen was. Wieder was auffüllen und so lange probieren, bis das so einigermaßen ebenerdig ist. Dann die frische Erde überall gleichmäßig auffüllen und danach diese Erde nur ein bisschen verfestigen. Nicht zu doll, denn beim Wässern soll der Wurzelballen dann schön einschlemmen und vielleicht vorhandene Luftlöcher schließen. Dabei könnt ihr ja gleich für einen kleinen Gießrand sorgen. Somit steht der allererste Bambus. Herzlichen Glückwunsch! Bevor es hier weitergeht, kommen jetzt erst einmal die 4 anderen in die Erde und ich erzähle euch in der Zwischenzeit noch ganz nützliche und interessante Sachen über Bambus, damit ihr erst einmal einen kleinen Überblick bekommt und wer weiß, vielleicht sitzt ihr ja mal auf einem Ratestuhl im Fernsehen und ihr wisst da die Millionenfrage. Und dann denkt auch mal an mich. Bambus kommt aus einer der 12 Unterfamilien der Süßgräser, ist auf allen Kontinenten von Hause aus beheimatet, außer Europa und der Antarktis. Süßgräser sind zum Beispiel auch Zuckerrohr, sowie alle Getreidesorten, die ihr so kennt. Der Bambus gehört also zu einer Unterfamilie der Süßgräser und zwischen dieser Unterfamilie und den einzelnen Gattungen gibt es noch einmal 3, sagen wir es mal so, Gruppen und die heißen Tribus. Und diese 3 Tribus umfassen zusammen 115 verschiedene Gattungen und daraus entstehen dann noch einmal sage und schreibe fast 1500 Arten, um genau zu sein 1439. Und die ich hier gerade einbuddel, ist die Gattung Philostachys und die umfasst so um die 50 verschiedene Arten und meine Art hier heißt Philostachys bisetti oder auch Bisett-Bambus, kommt ursprünglich aus China und von dort hat ihn David Bisett, ein amerikanischer Botaniker, 1941 in die USA eingeführt. Ja, und dann könnt ihr euch ja so ungefähr vorstellen, wie komplex das Thema Bambus so insgesamt ist. Hier bei uns sind die 2 verbreitetsten Bambusgattungen einmal meine hier, die Philostachys, werden auch Flachrohrbambus genannt, und dann die Fagesia, die man auch Schirmbambus nennt. Und zwischen diesen beiden gibt es doch einige sehr große Unterschiede, die ihr unbedingt bei eurem Kauf und Planung des Gartens mit Bambus berücksichtigen solltet. Winterharte Arten für unsere Gärten gibt es bei beiden, da schaut bitte in meine Beschreibung, die liste ich da alle auf. Philostachys, meine hier, werden viel größer und das nicht nur in ihrer Höhe. Und das liegt daran, dass sie unterirdische Ausläufer bilden, die nennt man Rhizome, daraus entstehen auch wieder neue Halme, die dann wieder eine neue Wurzel bilden, wieder neue Rhizome und so verbreitet sich der Bambus enorm, bildet immer neue, stärkere, längere Rhizome, um die Wurzeln mit Nährstoffen zu versorgen. Und bei guten Bedingungen erobern diese Rhizome, also euer Bambus, den gesamten Garten. Und das hier ist so ein Rhizom, kam schon aus dem Topf gekrochen und im Frühling wandert er los, in die Erde rein, treibt aus, seine Kumpels mit und im Nu habe ich hier einen dichten kleinen Bambuswald. Also diese Arten brauchen schon viel Platz und nur eine Rhizomensperre hindert den Bambus daran, sich weiter auszubreiten. Dafür gibt es spezielle Folien aus Kunststoff mit einer sehr hohen Dichte, aus PEHD. Die sollte mindestens 2 mm stark sein und 1 Meter breit. Diese Folie wird dann im nicht zu kleinen Abstand rings um den Bambus eingebuddelt. Oben so ca. 5 bis 10 cm lasst ihr die rausgucken. Wenn die Rhizome da rüberkrabbeln wollen, müsst ihr die da gleich abschneiden. Und dann wird das Ganze mit einer speziellen Verschlussschiene verbunden und gesichert. Passende Links dazu packe ich mal auch noch in die Beschreibung. Also, das ist mehr was für größere Gärten. Ganz anders dagegen alle Fagesia-Arten, die haben keine unterirdischen Ausläufer, sondern bilden horstartige Wurzeln. Die werden zwar im Laufe der Zeit auch etwas größer, aber ihr könnt einen Teil der Wurzeln jederzeit abstechen und somit verkleinern. Die Fagesia-Arten sind aber nicht nur was für kleine Gärten, denn zum Beispiel die robuste Kempel kann auch bis zu 5 Meter hoch werden. Besonders als Hecken sind die Fagesia unschlagbar, denn da kann zum Nachbarn nichts rüberwandern, ist auch sehr schnittverträglich und es gibt einen wunderschönen Sichtschutz. Aber Bambus hat auch seine Tücken, denn alle 80 bis 130 Jahre blüht der Bambus und es konnte bisher nicht herausgefunden werden, warum. Denn nach der Blüte stirbt er einfach ab. Jedenfalls fast alle horstbildenden Arten und somit auch alle Fagesia.
Bambus mit Ausläufern dagegen, also auch dieser hier, der Phyllostachys, nicht. Wenn man den dann zurückschneidet und gut mit Nährstoffen versorgt, dann übersteht er das. Das liegt einfach daran, das Blühen kostet der Pflanze so viel Kraft und Nährstoffe, die Horstarten können nicht so viel Kraftreserven, Nährstoffe speichern, zur Verfügung stellen und gehen somit ein. Der Bambus mit seinen Ausläufern dagegen, der Phyllostachys, holt sich mit seinen Rhizomen einfach von überall her seine Nährstoffe und übersteht damit dieses Naturphänomen. Mitte der 90er Jahre, plus minus 10 Jahre, muss man rechnen, je nachdem welche Art, war die letzte Bambusblüte, und wenn ihr in der Zeit danach euren Bambus im Fachbetrieb, das ist schon wichtig, gekauft habt, könnt ihr ziemlich sicher sein, dass euer Bambus noch ein paar Jahrzehnte in voller Pracht erhalten bleibt. Ihr könnt euren Bambus natürlich auch vermehren, einfach ein Stück Wurzel abschneiden und neu einpflanzen. Oder ihr buddelt ein Stück Rhizom mit Knospe oder schon mit Halmansatz aus und pflanzt das auch ein. Eure neuen Pflanzen haben dann die gleichen Merkmale wie die Mutterpflanze. Ihr könnt damit also nicht den Blühintervall verlängern, das geht nicht. Es gibt natürlich noch andere Methoden zur Vermehrung, das ist eine Wissenschaft für sich und würde hier heute auch den Rahmen komplett sprengen. In der Zwischenzeit sind nun auch die vier anderen Pflanzen eingebuddelt und nun wird jede Pflanze schön gewässert. Und was gibt es dafür Besseres als eigenes kalkarmes Teichwasser? Seid da nicht so knausrig mit, eine Gießkanne pro Pflanze, das muss schon sein. Zu guter Letzt kommt auf die Pflanzstelle auch noch Rindemulch drauf, das schützt die Pflanze jetzt erst einmal vor Frost und dann im Sommer vor zu schneller Austrocknung. Und gegen Unkräuter hilft das ja sowieso. Ich verwende hier auch einfach bloß den ganz billigen Rindenmulch, das reicht doch völlig aus. Extrem Bambus-Gurus haben dafür natürlich auch was Besseres. Die verwenden dann ausschließlich Pinienrinde und die ist dann gleich einen ganzen Tuck teurer und soll bei ihrer Zersetzung, anders wie beim normalen Rindenmulch, keinen Stickstoff verbrauchen. Gut, klar, kann man machen, muss man aber nicht. Jetzt zum Winter hin ist das auch nicht so wild, in der Pflanzerde ist ja sowieso was drin gewesen. Und bei der ersten Düngung dann wird das auch wieder gleich ausgeglichen. Die Hauptsache ist, da liegt überhaupt was drauf und eure Pflanzen sind geschützt. Zum Schluss dann mache ich das alles noch ein bisschen schick und freue mich jetzt schon, wenn im Frühling die ersten kleinen Triebe zu sehen sind. Und dann immer für ausreichend Wasser sorgen. Bambus ist zwar keine Sumpfpflanze, aber Wasser tut ihr sehr, sehr gut. Und so sieht das jetzt aus. Schön, nicht? Ja, Freunde, das war's für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt das doch bitte in die Kommentare. Noch mehr Infos gibt's in der Beschreibung. Wenn's gefallen hat, gebt einen Daumen. Abonniert mich, kostet ja nichts. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Habt alle noch einen schönen Tag. Macht's gut, bye bye, tschüss und ciao.